بسم الله الرحمن الرحيم، أفضل الصلاة وأتم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. أما بعد، مزمة بوخ العربية بين يديك في مدول الوحدة الرابعة الحياة اليومية الدرس السادس والثلاثون. ونزلت هي بعد الكتابة عرض Die Präsentation Sin und Shin. Hier sieht man, wie Sin geschrieben wird und am Anfang, in der Mitte und am Ende. Die Besonderheiten sind eben diese drei Gabeln, diese drei Hügel. Einige nennen sie auch eine Gabel. Und dann haben wir Beispiele. Sa'aknusu. Ich werde staubsaugen in der Zukunft. Man kann auch sagen Saufa aknusu. Masjid. Moschee. Julus, das Sitzen. Dann haben wir Shin. Das gleiche, nur mit drei Punkten. Das bedeutet hier Shaqqa, Wohnung. Tushahidu, du siehst. Natürlich Ushahidu, Tushahidina, Yushahidu und so weiter. Firash, Bett. Tadrib, natürlich Mur biqalamika ala al-harf. Du sollst darauf schreiben und Tadrib in Sach kopieren. Dann gehen wir runter. Tadrib al-Thalith, mur bi qalamika ala al-Kalima. Auf das Wort und dann musst du eben das Wort schreiben. Tadrib in Sach kopieren. Natürlich könnt ihr auch das schreiben, also eigentlich sollte man das schreiben. Warum? Weil eine Sprache kann man nicht nur mit Reden lernen, man muss auch schreiben. Denn durch das Schreiben prägt man sich das ein. Deswegen, ihr könnt zum Beispiel das auf ein Blatt schreiben und mir das auf Instagram schicken und ich korrigiere das. Ist gar kein Problem. Wir gehen dann zur nächsten Seite. At-Tadrib al-Khamis. Lahidh wa'id al-Niqat. Also achte, wie das geschrieben wird. Und fang und schreib dann auf den Punkten. Genauso. Natürlich fangen wir von rechts an und enden mit links. Sin am Anfang, in der Mitte, ein ganz normaler Sin. Sin am Anfang, in der Mitte und Shin am Anfang, in der Mitte und ein ganz normaler Shin. Dann gehen wir runter. التدريب السادس اكتب في الدائرة الحرف الذي تبدأ به الكلمة Schreib in dem Kreis den Buchstaben, mit dem die Wörter anfangen. Wir haben hier سيارة, Auto, ساعة, Uhr, سكنة, Wohnen, سرير, Bett, شجرة, Baum, شقة, Wohnung, شاهد, sehen, شاء, wollen, إن شاء الله. Natürlich benutzt man nicht viel Sha'a, sondern mehr Arada. Yuridu, Turidu, Nuridu und so weiter. Thulatha, der Dienstag. Thallaja, Kühlschrank. Und wir sagen nicht Barrat für den Kühlschrank. Und dann Thalith, der Dritte. Und Thamaniya, acht. Dann gehen wir runter. At-Tadrib al-Sabi'. Uktub al-Harf al-Naqis, den fehlenden Buchstaben, Kul-Kalima. Natürlich haben wir hier Jinsiyya, Nationalität, Mushahada, das Sehen, Sakana, Wohnen, Khams, fünf. Unten haben wir dann wieder Shaqqa, Wohnung, Firash, Bett, Ashara, zehn und Yaknusu, Staubsaugen. Wir gehen dann zur nächsten Seite. Und hier haben wir dann Al-Ard Ba, Sad und Dot. Am Anfang sieht der Sad so aus, also wir nehmen den Anfang des Teiles und dann das Gleiche und am Ende hat es eben die ganze Gestalt wieder. Wir haben hier Beispiele, Sahifa, Zeitung, Tusalli, du betest, Miqas, Schere. Dort
am Anfang genauso, nur dass der Punkt da ist. Den ersten Teil von dort wieder mit Punkt und dort ganz am Ende. Dann Dilla ist sowas wie ein Teil oder Glied. Yatawadda'u, Wudu machen. Und Ba'adu ist einiges. Zum Beispiel, man sagt, Uridu Ba'adal Ma, ich will ein wenig Wasser. Ba'adal Ma. Jetzt haben wir hier Tadrib Wahid, Mur bi qalamika ala al-harf, das gleiche. Wir sollen hier den Sort und den Dot wieder nochmal schreiben. Und dann Tadrib Insach kopieren. Dann gehen wir runter. At-Tadrib al-Thalith, Mur bi qalamika ala al-Kalima. Und dann haben wir hier nochmal die Wörter, die wir oben hatten. Sahifa, Tusalli, Ba'd und Dula'. Und die sollen wir dann aufschreiben. Dann gehen wir zur letzten Seite und haben hier At-Tadrib al-Khamis. Lahif wa'id al-Niqat. Dann haben wir, dann müssen wir hier wieder nochmal die Buchstaben schreiben. Ich mache das mal ein bisschen anders. So. Dann haben wir At-Tadrib al-Sadis. Da alamat sah. أمام الكلمة التي فيها الحرف. Leg den richtig Zeichen nach dem Wort oder vor dem Wort, was diesen Buchstaben hat. Hier haben wir zum Beispiel Sad. Das bedeutet Yusalli. Er betet. Hat er den Sad? Wenn ja, dann mach einen Haken. Dila. Hat er einen Sad? Dann mach einen Haken. Miqas. Hat er den Sad? Schere, dann mach einen Haken. Musalla, Gebetsraum. Hat er einen Sort, dann gebe einen richtig. Und Talib, Student, wenn er einen Sort hat, dann gebe ihm einen Haken. Dot, haben diese Wörter dort, Ba'd, einige, Tawadda'a, er hat Wudu genommen, Sadiq, Freund, Aydan, auch, tafaddal, bitteschön. Salam, hat ein Sinn, wie Gruß. Sa'a, Uhr oder Uhrzeit. Malabis, Kleider. Shajara, Baum. Und Mudarris, Lehrer. So, wir gehen jetzt zur letzten Aufgabe. At-Tadrib, As-Sabi'a. Uktub al-Harf al-Naqis fi kulli kalima. Füge den fehlenden Buchstaben hinzu. Sabah, morgen. Rasa, eintauchen. Yusalli, er betet. Dallin, die Irrgeleiteten. Ba'd, einige. Ba'da, ehrlich gesagt, das weiß ich nicht. Fadluka, oder min fadlika, zum Beispiel fadlika, bitten sowas wie bitteschön, wenn man min noch hinzufügt. Und dann miqas, schere. Und hier sind wir dann inshallah fertig. Wenn ihr sie geschrieben habt, dann könnt ihr sie mir gerne schicken, sei es auf Messenger oder auf Instagram. Und bis zum nächsten Mal. Assalamu alaikum.